Hallo Götz, schau mal, was ich gemacht habe. Das ist ein kleiner Sequencer. Ich kann bereits die Geschwindigkeit manipulieren und natürlich die einzelnen Töne. Verbaut habe ich zwei Chips, da ein 4051er und ein 595. Irgendwo darunter ist er. Und ohne dich hätte ich das alles nicht so geschnallt. Vielen Dank dafür. Macht mir Spaß. Genieß den Tag.